So Leute, herzlich willkommen zum Restaurante-Vlog von Dr. Oetker. Wir machen jetzt mal wieder eine Food-Challenge, weil ich die schon länger nicht gemacht habe. Und zwar haben wir die Haselnuss heute, die Restaurante Pizza Deutsche Chocolate genommen. Nuova, das heißt neu für alle Leute, die kein Italienisch können. Ich habe das nämlich studiert. Nuova ist ja Spanisch und Nuova ist Italienisch. Und zwar, weil es gab ja in der letzten Zeit einen ziemlich krassen Hype um die Schoki-Pizza. Und ich habe die noch nie gegessen. Und da ich sie jetzt mal probieren möchte, kann ich eigentlich gleich eine Food-Challenge drüber machen. Also so as fast as possible. 390 Kalorien auf 100 Gramm, 300 Gramm hat sie. Also sind es 3 mal 390 sind 957 Kalorien hat das Ding. Fuck, ich brech. Seht ihr das hier? Seht ihr das? Taschenrechner im Kopf. Absoluter Taschenrechner. Ja, es steht leider nicht drauf, mit was sie alles belegt ist. Das ist traurig. Ich dachte, das ist so aufgezählt. Weil das schaut für mich auch aus, als ob das Marshmallows sind. Ist das weiße Schokolade oder nicht? Also weiß ich. Ich bin so eine weiße Schokolade. So sieht's hier aus. Es schaut aus wie so Drops. So. Übrigens habe ich hier lauter Flecken am T-Shirt, weil ich glaube mein Gesicht gewaschen habe davor. Weil es so warm ist bei uns. Schokoraspeln sind drauf und so Schokodrops. Zartbitter Schokodrops. Und weiße, schaut irgendwie aus wie Käse. Aber man erkennt ja bereits hier, auch schon auf der Verpackung, dass es ein nicht typischer Pizzaboden ist, sondern eher, ich denke mal, der ist einfach süßlich. Man sieht ihn leider so nicht. Ja, ist ja wurscht, wenn man ihn sieht, oder die Menschen haben die wahrscheinlich schon gegessen. So sieht's aus. Und dann muss ich natürlich in den Backofen. Same procedure as last year, Miss Sophie. The same procedure as every year, James. Das ist jetzt mein neues Motto. 200 Gramm, 200 Gramm. 200 Grad für Ober- und Unterhitze, aber da wir Hightech-mäßig unterwegs sind, brauchen wir Umluft. Das haben nämlich nur die Rich Bitches, die Rich Kids. 180 Grad Ober- und hier Umluft. That's special hier. Seht ihr das? Für Kindersicherung. Ich konnte es früher nie lösen. Also jetzt müssen wir 10 bis 11 Minuten warten. Und dann gibt es sie. Ja, aber soll ich dazu noch sagen? 14 Gramm Kohlenhydrate, also sprich 17 Gramm Zucker davon. Auf 100 Gramm, 6 Gramm Eiweiß, also haben wir da schon mal 18 Gramm Eiweiß. Was soll mal einer sagen, man kommt nicht auf sein Eiweiß, wenn man Schokolade isst. Jetzt schauen wir schon auf die Uhr. Es ist 20.44 Uhr, das heißt in 12 Minuten ist fertig, also um 20.56 Uhr ungefähr. Ist aber nicht vorgeheizt, also wird es nicht so 20 Minuten dauern, denke ich mal. Und da muss ich euch noch was zeigen, da hat sich die Haselnuss einmal eine kleine Pizza geholt. XXL Pizza. Vegetarianer oder Vegetarianer, was ist denn das für, was ist das für Sprache? Vegetarianer. Ich mir Ariana Grande. Ja, die ist vegetarisch. Die Haselnuss ist nämlich jetzt vegan geworden. So ein Scheiß. Nee, aber das ist wie so eine, wie du sagst, wie so eine Margarita-Pizza. Margarita-Pizza sind ja gut. Es ist ja eine Margarita-Pizza. Ja, mit Margarita mit Gemüse. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, dass die richtig gut ist. Weiß nicht, wenn du dich das stört, dann können wir ja nicht stört, dann können wir da auch kurz ein Video davon. Nein, macht man nicht, weil sonst müssen wir länger warten. Ja, bloß noch kurz hier, die schmeckt hoffentlich auch gut. Schaut auf jeden Fall lecker aus. Ist auch reichlich belegt. Sieht man, also es sieht wirklich natürlich nicht so lecker aus wie auf dem Foto. Aber sie ist auf jeden Fall reichlich belegt und nicht so sporadisch wie die meisten. Ja, dann sehen wir uns. Ich werde da noch ein bisschen filmen, so vom, wie sie braun wird, weil ich kann eigentlich nur braun werden. Und dann sehen wir uns beim Essen. Ciao. So, hey Leute, herzlich willkommen. Was glaube ich? Hier ist die Pizza jetzt. Klippern. Ich habe sie jetzt schon in 4 Teile geschnitten. Geschneidet. Damit, das war Absicht. Also das geschnitten war absehend, das geschneidet stimmt ja. Wasser dabei, was schneller geht. Ich hoffe, sowas reicht. Genau, geschnitten habe ich schon und
Ja, ich weiß nicht, ob es zu heiß ist. Ich probiere jetzt mal leicht. Dann, wenn die Zeit geschafft ist, wenn es schneller geht, wenn es essen kann, dann mache ich schneller. Wie sagen die Haselnuss stoppt wieder? Sagst du dann, go. Und los. Ja. 29. Dann sitzt ein bisschen. Ach, jetzt sind wir schlechter. Das geht ja nicht. Wo hast du gesehen? Wie lang? 2:29:85. 2 Minuten 29 Sekunden, 85 Sekunden. Hurzel. ja, ich hab gedacht, ich schaff's in 2 Minuten. Wäre vielleicht noch gegangen, wenn es nicht so heiß gewesen wäre. Aber sonst muss man sagen, also es ist ja gut geschmeckt. War sehr schokoladig. Zartbittermäßig, voll zartbittermäßig. Ich glaube, dass dir die geschmeckt hat. Ja, sogar mehr zartbittermäßig als hell, als. Milchschokoladig. Genau. Ich wollte ein anderes Wort verwenden. Ein lustiges, aber mir ist ganz eingefallen. Ja, war gut. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss. Obwohl, wenn man Bock auf Schokolade hat, ist sie auf jeden Fall geil. Und mein 900 Kalorien, also knappe 1000. War jetzt auch 300 Gramm. Sehr gut geschmeckt, ich würde von 10 Sternen, 1 bis 10 gebe ich hier 6. Was? Sie war gut, aber sie war nicht extrem, wo ich sagen muss, oh, die esse ich jetzt gleich wieder. Ja, wie gesagt, 2 Minuten 29 Sekunden, also 2:30. Nächstes Mal wird es 2 Minuten. Und dann lasse ich sie einfach so lange stehen und sag's nicht, dass ich stehen habe lassen, dass es kühler wird. Und dann esse ich sie einfach so. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao, ciao.